Ja, hallo Leute. Jahresrückblick 23. Wie fange ich denn an? Jetzt erstmal so grundsätzlich habe ich in dem Film eine Zusammenstellung gemacht von Motorrädern, womit die dieses Jahr aufgebaut haben. Ich habe sie nicht alle drin, ich weiß, aber das jetzt noch hundertprozentig aufzuarbeiten, das würde den Rahmen der Zeit sprengen. Aber ihr seht in dem Film, dass mir, also unser Team und ich, dass wir wirklich wie üblich, wie die Jahre schon vorher, immer hart arbeiten. Wir versuchen immer aus jedem Schrott, muss man echt sagen, manchmal das Beste rauszuholen. Und ich habe jetzt einfach mal, was ihr ja in den Jahr schon, in den ganzen Wochenrückblick und so weiter seht, habe ich jetzt mal so ein paar Episoden rausgeschnitten, damit es halt so ein Gesamtfilm wird. Ja. Ja, wenn ich jetzt irgendwie gerade so stehe, bin ich wieder ein schlechter Redner. Sonst habe ich immer eine Motzklappe. Aber wenn ich jetzt so jetzt hier so stehe und denke halt so nach. Man, wenn ihr die Wochenrückblicke nochmal speziell anguckt, dann könnt ihr vieles sehen, dass wir eigentlich ständig was erleben. Und ich möchte mich erstmal an allen Leuten bedanken, die uns da so übers Jahr besucht haben. In der Regel, ihr seid echt top Leute. Ihr wart alle nett. Wir haben Geschenke gekriegt von euch. In verschiedenen Formen. Ich will jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich bin echt froh, dass ich euch habe und auch auf YouTube die Zuschauer, dass ihr mir immer wieder die Stange hält und guckt da, ich sehe es ja dann auch immer, wie viele Klicks ich drauf habe. Das ist schon, ja, es ist schon, es geht schon ein bisschen unter die Haut, das ist schon echt cool. Ich habe jetzt versucht, das geht jetzt wahrscheinlich über 2 Stunden, denke ich mal, euch einfach nur motorradtechnisch wieder hier so einen Film hinzustellen, wo ihr seht, was wir dieses Jahr alles so bewegt haben. Ist ganz alles gekürzt. Es gibt immer Sound dabei, es gibt ein paar Action. Und dann hoffe ich einfach, dass euch das auch wieder ein bisschen Mut macht für die neue Saison, die ja, ne, bald schnell wieder anfängt. Wir haben ja schon Dezember. Und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder in aller Frische sehen, dass wir gute Laune haben und Spaß an unserem Hobby, an unserer Leidenschaft. Jedenfalls danke, dass ihr mir alle treu wart und vor allen Dingen auch viel Danke an mein Team. Das ist der Junge, der Jan. Das ist der Ralf, der uns immer mal hilft. Das ist natürlich der Dirk. Das ist der Tristan und das ist meine Frau, die das ganze Büro managt. Ja, ich auch. Und da ist noch der Alfred da, der auch immer mal mithilft. Es sind noch so viele drumherum, ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Insgesamt danke ich euch allen miteinander. Und wir so intern, so, wo wir halt so näher sind, wir halten immer zusammen. Und ich hoffe, dass es so bleibt und dass uns in Zukunft auch alle gut geht. Danke und jetzt freut euch auf den Zusammenschnitt. Tschüss und guten Rutsch. Ne? Wahrscheinlich kommt der Film schon früher, aber trotzdem guten Rutsch fürs neue Jahr. Tschüss. Cockpit Spezialmaterial. Und du hast so ein schönes T-Shirt an. So, und hier ist das Objekt. Norden Kommando. Wird aber nicht gestylt wie so normale Kaffeeräser. Hier läuft der andere Programm. Also wir haben jetzt hier schon mal eine hochwertige Paroli-Gabel drin. Und eine Bremse. Ach du großer Gott. Die hatte für Mögliche gekostet. Ja, egal. Das Schutzblech müssen wir halt bauen, damit das Schutzblech da dran kommt. Das wäre mir erstmal sachlich. Die Bodenzüge
Ich hatte ja schon mal scherzhalber gesagt, da machen wir Knoten rein, aber die müssen wir irgendwie kürzen. Oh, jetzt haben wir Gewitter. Moto Gadget Technik hat er dabei. Kommt hier oben der Tacho hin und so weiter. Was ganz wichtig ist, die Elektrik ist schon geändert. Also bei der Nordon liegt Plus nicht am Rahmen, sondern es ist wie deutsche, japanische Motorräder. Okay. Erstmal. Na gut. Da habe ich auch die Gabel, da waren ja Gewinde drin. Siehst du jetzt gleich. Voran. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Das hat er unten noch vernietet und festgemacht. Das war ja auch alles nicht so, wie es sein sollte. Na gut. Ja. Da wird sich der Chris aber freuen, dass es hier an seiner Nordon weitergeht. Das hoffe ich wohl. Ja. Die Lichtmaschine hast du unten schon drin, die hat auch nicht einfach so gepasst. Ja. Wenn der Chris das sagt, das nur dir, falls du das jetzt hörst, da waren die Stehbolzen, glaube ich, krumm oder schepp oder was weiß ich. Genau, die Stehbolzen waren krumm. Gut. So, ich hab jetzt die Nummer vom Chris gewählt aus Berlin. Ah, geht frei. Ich bin gespannt, ob er dran geht. Hallo Chris, hier ist Stefan Bruschel. Du machst jetzt mal dein Computerstarter. Nein, der ist uninteressant. Der Wochenrückblick, der läuft schon eine Stunde. Uninteressant. Du machst jetzt an, ich hab's. Und jetzt kommt gleich nur was speziell für dich. Mehr verrate ich nicht. Ich hab noch nicht oben. Ich drücke jetzt auf Start. Dann kannst du mal gucken. Große Katastrophe. Das ist ein Männermotorrad. Ich mach mal kurz aus. Und ist wieder da, so mal gucken hier. Also die Sitzbank, die ist geil. Wir haben das jetzt, der hat das jetzt so gemacht. Druckknöpfe als Befestigung. Ne, hier ohne auch. Und das Ding hat er auch mit Druckknopf festgemacht. Und hier. Wie schön das ist. Das ist ein richtig geiles Sitzbänkchen hier. Ne? Action. So. Zündung direkt. Und bei Nordons ist ganz wichtig, erst fluten. Ja, es läuft. So. Jetzt wollen wir mal kicken. Ups. Erster Versuch. Ankicken kann ich so nicht, ich muss eine Rolle lassen. Tja. Kein Kraft dabei. Okay. Viel Erfolg. Danke. Benzin an auf. Hab ich. Choke. Zündung hat keinen Choke. Gibt's keiner, gut. Zündung an.
Und gut, hä? Ja. Okay. Die Maschine ist für den Chris. Der kommt aus Berlin. Hatte, glaube ich, da drin sogar so erzählt. Und da soll das halt Spaß haben. Und der ganz, alles, was da so dran ist, diese Anbauteile, ob das das volle Schutzdeck ist oder die Lampe oder irgendwas, das war vor allen Dingen im Chris sein. Es war beim Chris im Kopf und wir haben das Motorrad jetzt so umgesetzt, wie es der Chris haben will. Gott. Macht's gut. Chris, und dir wünsche ich viel Spaß mit deiner Nordhorn. Wenn du über die Avos fährst, du verbläst alles. Ich wollte ja noch einen langen Film machen mit Probefahrt, aber ist hier draußen, wir haben März 23, es ist arschkalt. Es funktioniert jetzt. Vielleicht bleibt sie noch ein paar Tage da bei mir, bevor sie nach Berlin geht. Und hier geht's Wetter auf und dann werde ich noch mal so richtig Action haben. Das Ding macht mir ja richtig Spaß, ne? Am liebsten würde ich sie mal so ein ganzes Wochenende bewegen. So richtig schön, die hat Drehmoment, die geht raus hier. Und das, der Nordhorn Sound ist einfach unschlagbar. Es macht keiner, kein Japaner, gar nichts. Also egal, ob das Japaner Ducati ist oder Italiener, meine ich jetzt, oder egal was, es hat keiner so einen Schlag wie der Nordhorn-Schlag. Der Nordhorn-Ton ist einfach der Ton der Welt. Ende, bevor ich jetzt hier weiter philosophiere, Leute, macht's gut. Alles gut, BMW 650. Gut, wir fangen jetzt mal an, was wir jetzt hier treiben. Da vorne muss wieder BMW-Emblem auf den Tank. Das ist eine. Die Farbzusammenstellung von dem Motorrad ist schön, mit den silbernen Rädern. Du hast gesagt, brauch Liebe. Ja, das brauchst du. Gut, dann kriegst du jetzt ein bisschen Liebe von uns. Die Nebel da an der BMW da. Das haben wir alles. Die Jan hat alles schön abgeschliffen, ne? Hast du auch schön gemacht, ne? Entrostet und so, ja. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Druck rausgelassen, damit das hier nicht ganz so dunkel wird. Und für das hier. Figo Pago. Hat sie Sitzbank mitgebracht. Die wurde mal ein bisschen neu gestylt, weil das war ja echt Schrott. Ich habe jetzt nicht so richtig Licht an, aber so sieht die Polsterung jetzt aus. Weil das war ja vorher wirklich, naja gut, will ich mich auslassen. Ein Traum, so was gut. Wie viel haben wir denn? 19 Uhr schon wieder, alles klar. So, wir haben heute 50 Grad plus in der Rhön. Das gibt es ganz, ganz selten im Februar. Und ich sitze jetzt auf der BMW aus Paderborn und mache die erste Testrunde. Gott. Halle! Da geben wir mal Gas. Ein Traum. Da drin pumpt wieder Motorrad. Ich wollte euch nur sagen, bei dem Ding war die Vorgabe schön machen. Ist wieder schön original. Und tschüss. Warte, ich muss erst mal. Cool. Also, wir haben jetzt hier erstmal XBR. Wo hast du überhaupt die Speicherräder her? Die sind original. Nee. Hier. XBR? Aber sowas von. Die letzten zwei Baujahre hatten die Speichen drin. Ja, sozusagen. Na gut. Dann habe ich die Bildungslücke. Kann sein. Wir fangen mal das erstmal an hier. Also wir sollen hier eine Sack umbauen und die Sitzbank soll ungefähr auf die Höhe. Die ist mir aber zu hoch. Ich setze ein bisschen tiefer, damit das was aussieht. Drauf und ja. Macht das schon schön. Na gut. Keine Ahnung. Gut, du fängst ja jetzt erst an. Wir haben ja heute erst Montag. Ja. Dann Dirk, will ich dich nicht weiter aufhalten. Ich spiele da vorne auch noch. Soll ich mal einen Kaffee kochen? Das wäre eine gute Idee. Mache ich.
Und wenn ich den Kaffee fertig habe, rufe ich dich wieder. Genau, dann machen wir nochmal ein Meeting. Und hier, der Scheißdreck da, da kannst du ja auch abschneiden. Schneide ich alles fort. Ja, alles klar. Okay. So, ich will mich jetzt nicht weiter aufhalten. Tschüss, bis dann. Jo. Jochen, wenn du das liest, so wird das. Ne? Wir sind ein wenig höher als wie original. Das ist schon 5 cm. 5 cm? Macht schon viel aus. Wie läufst du überhaupt rum? Du hast keine Jacke an, gar nichts. Ich ist aber warm. Da hinten. Du hast jetzt schon wieder Feuer an. Ich schwitze. Wie, du schwitzt? Ja, so muss das sein. Und du? Mir wird langsam warm. Dir wird auch langsam warm. Ich kriege ja gar keine Luft, so warm ist es hier drin. Hab mich schon ausgestellt, guck mal. Ja, ja. Ja, bei dem Apparat geht es also auch voran. Das habe ich ja letzte Woche schon mal gezeigt hier. Das ist jetzt hier alles schön glatt gemacht und lackiert. Das ist der Nummernschildhalter. Die Blinker sind hinten dran. So sieht das von hinten aus. Und der Schalldämpfer, der Auspuff mit Hitzblech. Das Auge ist alt. So ist das. Es gibt bei uns kein Happy End mehr dran. Der war ja mit dem Motorrad, also mit dem Motor in irgendeiner Werkstatt. Ich denke mal, er läuft nicht. Jetzt habe ich ihn angerufen, ich will erst nicht da stundenlang Fehlersuche machen und da irgendwie da gucke und was weiß ich. Ich weiß nicht, was er verkehrt gemacht hat. Und da habe ich zu ihm gesagt, am besten ist, du fährst zu dem Mann nochmal hin, der hat es ja nicht absichtlich gemacht und lässt es korrigieren. Weil wenn ich da jetzt hier tolle Rechnungen mache und dann, wie das halt so ist, kann ja sein, dass er dann sagt, ja, yeah, ich habe alles richtig gemacht. Gut, also lasse ich mal die Finger davon. Und ja, wir werden die Maschine wieder sehen, denke ich, weil ich muss ja dann noch Vergaser richtig abstimmen. Wenn sie nicht läuft, kann ich das schlecht machen. Und dann geht sie erstmal in ihre Heimat. Und irgendwann, wenn ich sie wieder mal in den Finger habe, dann lassen wir sie ballern. So, die XBR, die hatten wir ja schon mal drauf. Sie läuft jetzt. Jetzt machen wir erstmal einen Test. Oberritz. Hängt top am Gas, super abgestimmt. Geil. Und tschüss. Leute, heute zeige ich euch den Umbau von der Yamaha XS 650. Gehört es Simone. Film geht ungefähr so 20 Minuten. Könnt ihr mal gucken. Viel Spaß. So, ich filme das jetzt. Es kommt neues Material. Wir brauchen ja irgendwas für die Kamera. Dann gucken wir mal gleich, was hier abgeht. Ah. Mm. Ist dein Schatz, gell? Ja. Ja. Beides. Beides. Ja, mit zwei Beinen und das auch. Ach so. Na gut. Das nicht. Simone lebt auf großem Fuß. War nur ein Witz. Wir machen aber hier einen anderen Schalthebel dran. Ja. Und stellen auch noch anders da ein. Das ist das eine.
Dann hier auf der Seite haben wir hier abgerissene Schraube oder wie immer. Das sollen irgendwie toll machen. Die Ausbaulache bleibt, haben wir gerade durchgeschwätzt. Da genauso. Da ist auch irgendwie doof. Da ist das Gewinde kaputt. Gewinde kaputt, okay. Dicke schon an dem Yamaha XS 650 dran. Wollen wir mal reingehen zum. Guten Tag, Herr Kommissar. Grüß dich, Stefan. Dirk, du fängst ja schon an hier. Ja, ich wollte jetzt gleich zu dir kommen, weil ich ein Video mache, da brauche ich. Ja, weil du weißt nämlich gar nichts, aber hast schon alles auseinandergenommen. Aber hast richtig gemacht. Ja, ja. Nur mal so, ich will dich gar nicht verunsichern. Du hast gesagt, heck, dann kommt das erstmal ab. Genau. Alles klar, es geht schon voran. Die ist doch heute Mittag erst gekommen. Ja, und? Bist du wieder gierig oder was? Ja, ich hab Platz, gleich weiter. Ja, hat Platz, okay. Simone heißt sie, ja. Simone, guck, so sieht das dann ungefähr aus. Dirk hat ja schon mal hier gerade hingehalten, das Ding. Aber ich glaube, das ist noch zu kurz vorbei. Das wird noch, pass auf, Dirk, das ist hier noch Spannung drin. Die will nämlich hinten auch noch Gepäckrolle drauf. Und dann hat sie noch geträumt von seitlichen Haltern eventuell. Da müssen wir uns noch richtig hinmaxen lassen. Gehen wir es. Hier, ich mache es erstmal aus, es wird zu kompliziert. Die YouTuber müssen jetzt dann nicht alles mitkriegen, was wir jetzt noch besprechen. Das dauert zu lang. Die Bügel für ihre Packtäschchen. Ja. Die Simone war doch da, hat sie was gesagt? Schön. Fällt das sehr gut, ja. Gut. Gut, die KNL-Fülle habe ich glaube ich letzte Woche schon mal fotografiert, dass wir die drauf haben. Sitzbank haben wir festgelegt, wie die wird. Ja. Ja, ich will jetzt mal hier so. Die Blinkerhalter sind auch schon so. Ja, können auch so bleiben. Funktioniert, ja. Ja. Die Zeiten sind noch. Simone, jetzt lach dich doch mal nicht so einfach so kaputt. Ne? Ohne wie gefällt dir denn jetzt die Sitzhaltung auf dem Apparat? Mit dem Lenker und so. So ein bisschen hoch mit dem Arsch und dann ist das in Ordnung. Na gut, dann machen wir noch ein wenig Polsterung drauf. Kommt der ja. Jetzt noch drauf. Auf jeden Fall hast du jetzt nicht mehr so Segelstangen, wie du vorher hattest. Nee, also jetzt muss ich Deo benutzen. Ah. Ja. Wo ist es denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss es irgendwie jetzt da versuchen rauszufummeln. Alle Scheiße. Oh Mann, ey. Olli, und so geht das die ganze Woche, verstehst du? Ja, aber jetzt bin ich doch hier. Ja, jetzt wird alles gut. Jetzt okay. Wird alles gut. Ah, jetzt kochen wir erstmal einen Kaffee und dann gucken wir mal weiter hier. Ah, Leute, hier gibt es einen schönen Kaffee. Kinderkaffee. Die Nachbarin hier, unsere Oma, hat wieder gebacken. Ach, keine Ahnung. Super. Du machst das einfach nett mal. Einfach nur, weil du es gut meinst. Weil du nicht noch drei Stunden länger machen musst. Dann hast du diese Scheiße. Ja, einfach allein gemacht. Allein dieser Fachschalter. Fachgespräche. Das ist alles Katastrophe, Mann. Ach, ich will jetzt fahren. Es gibt immer Gas, los auf jetzt. Du musst dich auch mal in Geduld üben. Na, Rennmechaniker sind schneller. Als wir zwei. Ja, da lachen sie. Da grinsen sie. Ich mache jetzt aus, ich will jetzt fahren. Ja. So, das ist jetzt die erste Testfahrt mit der Simone ihren Apparat. Hast du gesehen, der Tank? Guck mal. Der Lackierer. Oh. Der Lackierer hat ihn heute gebracht. Schwarz lackiert mit roten Streifen. Ja. Da lassen wir sie mal starten. Perfekt, super abgestimmt mit den Luftfilter, das Ding hängt richtig geil am Gas. Na gut, da rufe ich mal die Simone an, dass sie fahren kann. Okay.
Dann hast du eine junge Frau. Ich wollte gerade sagen, ich darf es hier, ich nehme das jetzt hier auf, damit ich das hier im Griff habe. Kawasaki, bla bla. So. Mir soll hier, mal, wir müssen mal mich sammeln hier. Du machst mich ganz nervös heute, ne? Also der Lenker, hier müssen andere, ja, ich muss sagen, ich bleibe jetzt. Hier sollen andere Lenker drauf, weil der hat nämlich immer keine Bezeichnung, gar nichts. Genau. Auch wieder ein Stummellenker, ne? Ja. Gut. Dann eine 4-in-1 Auspuffanlage. Das sind wir noch so dabei beim Simulieren. Ich denke mal, Barracuda wird ganz gut gehen. Da unten, das sieht schrecklich aus, alles klar. Dann 4 KNN-Luftfilter eintragen. Das Heck ist schon eingetragen. Nummernschild kommt da weg. Kommt hier seitlich hin. Ja. Dann die TÜV, wenigstens beim TÜV einen Ketteschutz sehen. Den brauchen wir nicht wirklich, weil das geht auch nicht mit dem dicken Reifen. Dann lasse ich mir auch hier wachsen. Die Kette, es ist keine Ohrringkette, damit sie extra schmal ist, weil er hat 180er Reifen drauf und die Kette kommt dann Reife. Eventuell, wenn es geht, eine schmälere Reife eintragen. Das macht ja alles Spaß hier, gell? Gut. Wie verrückt. Ja, dahinter hat er zusammengeschweißt, wo die da gar nicht geschweißt haben. Grundiert hast du es auch schon. Ja, mehr sehen wir jetzt aktuell nicht. Katastrophe. Ja. Was haben wir heute für einen Tag? Mittwoch? Ja. Du bist der Einzige, wo was Produktives hingekriegt hat. Die Kawasaki. Die sah schlimm aus, ja. Die sah schlimm aus. Das Rahmenheck. Ich habe alles, ein Traum. Ganze Kratzer rausgemacht und habe geschweißt und geschliffen und habe mir Mühe gegeben. Jetzt sieht die, und der Kennzeichenhalter ist jetzt auf der Seite. Ja, warte mal, erstmal hier hinter, das Rücklicht ist auch gut. Der eine hat euch erzählt, der braucht kein LED-Rücklicht. Das ist doch auch kein LED-Rücklicht, weiß oder? Ich nicht. Nein, das ist keins. So eins müssen wir dann bestellen auch. Ja, genau, das sieht gut aus. Und der seitliche Kennzeichenhalter. Ein Traum. Dirk, das sieht gut aus. Morgen mache ich dann die Eingeweide noch rein, das ist alles noch ein bisschen frisch. Ja, ja. Sitzbank drauf. Hast du ja alles frisch lackiert, genau. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, der Tristan darf dann hier noch Kabel kürzen, also hier ist noch ein bisschen Action. Aber hier sind halt grundsätzlich was Sachen, da haben wir ja nichts mit zu tun. Aber ist egal. Also das ist hier gerade die erste paar Meter, wo ich mit dem Ofen unterwegs bin. Ich weiß ja nicht. Die haben da hinten eine Schwinge drin. Und eine Reife drauf. 180. Das Ding fährt sich aktuell wie ein Scheißhaus. Die gefällt mir nicht. Vielleicht ist da nur der Hinterradreifen viel zu breit. Das gehört vielleicht ein 150er, 170er eventuell, aber das Ding ist mir viel zu. Das gefällt mir nicht. Gut, mal sehen, dass ich hier rauskomme aus dem Gewehr. Das ist ja wieder eine Spezialtour, ne? Ja, Aler gibt's ja auch. Okay. Der Tristan hat ja am Sonntag hier dran rumgearbeitet. Aber warum er es nicht fertig gemacht hat, weiß ich aktuell auch nicht. Na gut, dann gehe ich halt nochmal dran. Dann gucke ich oben nochmal rein. Wir haben ja hier nur Teil restauriert. Was heißt restauriert? Wir haben hier eine Heckhammer umgebaut. Wir haben den schmälere Reifen drauf gemacht, den 160er. Da war nämlich 180er drin. Das war ja unfahrbar, das Motorrad. Mal sehen, vielleicht mache ich heute noch einen Ritt. Mal gucken, wie weit ich komme.
Der Flavio war jetzt da, hat zwei Kawasaki mit angenommen. Ich habe aber vergessen, noch irgendwie was zu filmen. Okay, der Film ist fertig. Er hat ein anderes Motorrad gebracht. Da gehen wir dann halt ran. Das war's. Kawasaki. Leute, wir haben jetzt Ostern 23. Das Ding, das habe ich mal aufgebaut. Das ist schon ungefähr 40 Jahre her. Und die stand bei mir im Keller. Und die habe ich jetzt wieder rausgeholt. Ja, ich habe mir gerade mal geholt. Also, ich kann mich nicht erinnern, wann ich dies letzte Mal gefahren habe. Das ist also schon ewig her. Ich weiß noch, ich habe damals eine neue Auspuffanlage gekauft. Die hat damals schon 1100 Mark gekostet. Und die war mal blau. Ich will mal sehen, ob ich noch die alten Bilder finde. Das ist die kleinste Vierzylinder von Honda. Mit 4 Auspuff, na ist klar. Ja, 350er ist das. Und die ist aus der 70er. Ja. Guck, hier oben stehen noch die Original-Initiale drin. Das ist also ein Originalauspuff, kein Nachbau oder irgend sowas. 350 vor. Ja, hier habe ich noch so ein Bild. So habe ich das Ding damals erworben. Die 350er. Die war ohne in Zintal zugelassen, also Hanauer Nummer. In Oberzell. So, wachgeküsst. Darfst du den Zeitdeckel dran machen? Fertig. Sie fährt, sie läuft und sie ist schön handlich, das ist halt schön. Es ist halt schon schön leicht handlich, Moped. Das Licht brennt auch. Der Wahnsinn. Okay. Da würde ich sagen, 4 Kilometer haben wir schon gefahren. Da fahren wir wieder heim. Steht sie wieder da. Ich werde noch mal ein paar Meter mitfahren. Kommt sie halt wieder in die Ecke. Und steht sie wieder Jahrzehnte. Okay. Schade eigentlich, ne? Aber gut. Bin Sammler. Ist halt so. Ich kann sie nicht hergeben. Ich kann sie nicht hergeben. Sie ist mal ins Herz gewachsen. Macht's gut, bevor ich anfangen will. Hi. Ja. Frau Dua. Du bist der Klaus. Du warst eigentlich der Besitzer, gell? Genau. Gut. Und jetzt gebe ich es weiter. Und du hast sie vor 30 Jahren ungefähr abgestellt. Ja, 35 war es schon. Ja. Und jetzt hast du den als Schwiegersohn. Alles klar, das haben wir jetzt festgehalten. Brrrt. Ja. Ich hätte ja gesagt, mit der Verkleidung. Steil Mad Max Umbau, aber will er nicht. Wir machen Kaffee-Risser. Die Dirk ist mit seiner Schleifex auch wieder unterwegs. Der baut hier auch. Der aus Straßburg, der hat uns hier den Ofen da gebracht. Der will das Heck hinter kurz haben. Robert, falls du siehst im Wochenrückblick, so jetzt. Ne? Du hast genau nach Foto hast gemacht, was er wollte. Genau. Genau. Ein bisschen angestellt, weil wir brauchen den Platz hier. Ja, genau, wir brauchen auf hier Flo Luft. Auf ist es nämlich ein bisschen flacher, da ja. Gibt es Probleme. Ja. So, ich habe so ein bisschen mehr gemacht. Genau, wir machen das so, dass es keine Probleme gibt. Der Schleif, genau. Und wenn der dicke Rahmen dann soweit hat, kann der
Robert, komm und kann die Schäß zerlegen. Ja. Dirk, es gibt einzelne Regentropfen heute. Das ist aber auch nicht viel. Ja, viel ist nicht, aber Leute, guckt mal. Regentropfen sind das. Moin, soll's Unwetter geben. Mal gucken, wo sie hinkommen. Meinst du? Das Ding läuft sogar auf alle vier. Damit haben wir gar nicht gedacht. Ach so, was ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Die hat erst überhaupt nicht gedreht. Große Katastrophe. Im Endeffekt war der Anlasser festgerostet. Da hat sich nicht mehr gedreht. Ne? Ja. Hast du gesehen, wir haben eingespannt, mit der Rohrzange rumgemacht. Auf einmal war er frei. Alles klar. Gut, jetzt machst du die neue Kerze wieder raus, weil der Motor muss ja eh alles raus, muss neu lackiert werden. Dann müssen wir die ja nicht mitlackieren, die neue. Das war's. Sie läuft. Alles gut. Das ist jetzt jedenfalls der 900 Volt Dormotor. Von unserem Mann aus Straßburg. Jetzt haben wir die Ölwanne abgemacht. Sieht eigentlich ganz gut aus jetzt erstmal hier, aber ich habe schon gesehen, das Ölsieb, das sieht immer so aus. Das ist ganz gut. Man muss bei der Boldors immer mal die Ölwanne abmachen. So sieht das Ölsieb aus, das seht ihr ja, das ist dann irgendwann dicht. Und so sieht die Ölwanne aus. Knast, alle Ölknast drin und da hat er so einen Scheiß. Also nochmal so, Boldormotoren, egal wie, alle paar 10.000 Kilometer Ölwanne ab. Weil sicher ist sicher. Ja, da haben wir jetzt wieder mal einen Honda Boldor-Rahmen. Das ist die Maschine von dem Franzos. Der ist jetzt hier lackiert. Matt schwarz. Das sieht doch gut aus. Ist immer schön, wenn man alleine ist. Geht das mit allen Schrauben? Die müssen wieder schön aufpoliert werden, die Gewinde sauber gemacht. Jetzt werden sie eingefettet, dann werden sie eingeschraubt. Ganz einfach. Ich dachte, alles klar. Originale, was da dabei war. Ja, wieder hübsch. Ist wieder ein schöner Motorrad, oder? Ja. Gut. Aus. Ja, mach noch ein bisschen das schön hier. Da ist er noch nicht so ganz so durch, aber es geht hier schwer voran. Die gibt auch alles. Cool. Ja, Fans, Robert ist da. Ne? Robert, sein Motorrad. Ja. Der Robert und ich, wir haben hier riesen Streitgespräche. Es geht nämlich, jetzt fragen wir euch, ne? Jetzt fragen wir mal die YouTuber. Dann lesen wir mal in die Kommentare, was die dann sagen. Dann fang du an mit dem Tank. Ja, es geht um den Schriftzug am Tank, ob wir den Silber machen oder ob wir den klassisch in Honda nehmen und Silber machen oder ob wir den Gold machen, auch klassisch, oder ob wir den so ein bisschen verschnörkelt drauf machen. Mhm. Zum Gold, dann wird es sich mit den Bremssätteln ergänzen. Das ist aber das Einzige, was du da Gold hast. Ja, der Rest, Vergaser und so, ist alles Silber. Und jetzt ist das die große Streitfrage, machen wir es Gold, dass es mit den Bremssätteln zusammenpasst, oder machen wir es Silber und machen wir es normal oder machen wir es verschnörkelt. Heute ist der Tag, der erste Rollversuch. Mal sehen, ob es geht. Wollen wir mal gucken.
Motor zieht auch gut durch. Das ist alles schon mal positiv. Die Gabel dämpft. Das ist auch okay. Gut. Geben wir mal Gas hier. Barracuda macht gut Musik. Alles klar. Das letzte war ja hier noch die Tankaufkleber, beziehungsweise ist eigentlich kein Aufkleber. Das ist ganz gut gemacht, das hat auch Robert selber besorgt. Und da gab es ja damals so eine Frage, ob er die U-Probe, was das Ding für Farb kriegen soll. Auf jeden Fall, die meisten Zustimmungen waren wohl in Gold. Und hatte den Honda-Schriftzug so machen lassen. So, das Ding ist fertig. Ich habe es ja jetzt noch mal gefahren. Das geht ganz gut. Der Tacho, den finde ich jetzt persönlich nicht so extrem klasse, weil der lässt sich blöd einstellen. Gut, was soll ich rumlabern? Ich höre jetzt auf, es ist durch. Sie kann abgeholt werden, weil TÜV hat sie auch. Und damit Ende. Guten Morgen. Moin, Stefan. Du kommst aus Münster? Ja, genau. Ich komme aus Münster und bringe hier mein Schätzchen mit. Ja. Genau. So, Leute, jetzt macht euch mal keinen Kopf, weil normalerweise tut ja Dirk Abschneider, Heckin und so weiter. Machen wir in dem Fall nicht. Um Gottes Willen, bitte nicht. Nee, wir tun das Ding nur, damit die halt wieder schön läuft. Sie läuft nämlich aktuell nur auf Batterie. Und stottert ein bisschen, das machen wir alles und machen zwei Jahre TÜV. Und dann ist die CB250 wieder am Start. Was ist die für Bauer? Die ist von 74. 74, ja, 74. Genau. Mit, ich glaube, 23.000 oder 24.000 gelaufen. Ja. Ja. Hier, guckt mal, Leute, 24.000. Drehzahlmesser, das geht alles schön, ne? Ja. Ja, und die Tank. Halt so ein bisschen, ja, was. Und die Original-Tanklackierung, das war ja so geil, die hatte ja immer so geile Farben früher, ne? Das, ja, es scheint die Sonne jetzt so, das glitzert nochmal richtig, das ist richtig schön. Gut. Wir werden deinen Schatz wieder an den Start bringen. Ja, ich freue mich, wenn ich mit dem Ding von hier wieder nach Münster fahren kann. Okay, aber erst muss ich durch die Röner Kurve fahren. Wir werden sie erst mal hier, darf ich die Fußrasse aufsetzen? Ja, da war noch nichts hier, guck mal. Der Vorgänger, oder du auch, der hat noch keine Kurvenräuberei gemacht. Ja, du bist der Einzige, dem ich das erlaube. Okay, dann Dankeschön. Da freue ich mich schon drauf. Nee, ich knechte nett. Ich will nicht das Ding nicht noch kaputt fahren. Gut. Ich hole meine Kamera ab, das zeige ich euch jetzt. So, also ich drehe jetzt hier nochmal. Also hier ist die Prüflampe. Ne? Jetzt drehe ich ohne erstmal auf Markierung. Ja, ja, ja. So, warte mal kurz zurück. So. Ja. Ja, das ist Pillepalle jetzt, aber das trotzdem ist es nicht hundertprozentig. Normal müsste jetzt hier leuchten. Es leuchtet schon ein bisschen. Es hat schon vorher geleuchtet. Alles klar, stelle ich jetzt ein und dann, wenn ich Lust habe, tue ich es nochmal filmen. Es war jetzt wegen Act, aber leuchte beide auf F auf. Dauert zu lang, wenn ich das jetzt hier weiter erkläre. Ich denke, ihr habt es kapiert. Oh. Ah. Gut. Gut, sie läuft. Wir tun aber noch mal prüfen, ob die Lichtmaschine auch lädt. Ja. Hab ich.
Das Ding geht besser wie meine 350er vorher. Das Scheißding läuft echt super geil. Alles cool. Wir haben da noch mal geprüft. Ich habe es ja im Film drin. Ich prüfe es jetzt noch mal. Es geht auf knapp 13 Volt mit der neuen Lichtmaschine. Also der Tristan sagt, perfekt. Und ich habe mir jetzt eine größere Probefahrt gemacht. Klasse. Oh gut. Hallo. Ja, pass auf, was ich an deinem Motorrad cool finde, wie du das Nummernschild befestigt hast. Ja, das ist das Beste dran. Da, Leute, guckt hier ich so. Das hat nicht jeder. Das hat nicht jeder, das ist cool. Das hat nicht jeder. Okay. Kommt. Korrekt. Genau, dahinter, hinter der ganze Kram kommt weg. Das alles dicke, die Täschchen, das ja, alles. Alles. Und den Stürzbügel machen. Warte mal, du bist so schnell immer. Du hast doch nur 27 PS in dem Apparat. Also, wenn du das erste Mal dann dahinter das Chromschutzdeck wegmache und da kommt eine kleine Lampe drauf und Blinker von Kellermann, wie hieß es? Artello, glaube ich, gell? Genau. Gut. Jetzt haben wir das Heck erste Mal. Weil denn das ist noch gut? Ja, prima. Da ohne die Sitzbank sei schon, die Batterie guckt da so ein bisschen raus, ist nur Schwarzlack her. Mhm. Damit das ein bisschen. Genau, hast du ja schon gesagt. Schutzfläche. Du machst mich irgendwie nervös. Die Sturzbügel. Genau, die kommen weg. Die kommen weg. Wenn sie einer haben will, kann er sich bei dir melden, oder? Er darf sich bei mir melden, ich verkaufe sie gerne. Genau. Und vielleicht kann man das auch ein bisschen kürzen, eventuell. Nee, das Original, das lassen wir. Da habe ich aber eine andere Idee. Aber mir bleibt erst nochmal, die Blinker kommen auch weg, kommen auch die Kleine drauf. Der Drehzahlmesser geht aktuell nicht. Vielleicht auch nur, weil die Welle hier daneben hängt. Da ist der Neue. Er hat sogar eine neue dabei. Steffi, wir waren übermotiviert. Wir haben sie schon zerlegt. Schon alles abgeschraubt. Dirk, wie sieht es denn bei dir aus? Jo, wird. Cool. Das ist erstmal nur geheftet. Ja. Mal sehen, wie ich mit dem Kennzeichen da hinkomme. Das ist immer noch meine Sorge. So, der Steffi in Dampfhammer, der ist jetzt aufhärtig. Die letzte Arbeit war ja die Sitzbank. Wir haben sie jetzt beim Sattler geholt. Ich finde, das sieht richtig gut aus. Da hat die Steffi bestimmt ihren Spaß mit. Steffi, heute ist der große Tag, oder? Ja, heute geht es heimwärts. Heute habe ich sie endlich wieder. Endlich. Das hat ja lang genug gedauert. Wir haben dir noch einen M-Lenker montiert, ne? Ja. Und das gefällt dir, hast du gesagt? Der ist richtig gut geworden. Gut, der war ja erst nicht geplant. Nee. Na gut. Aber? Dann Steffi, dann wünsche ich dir eine schöne Heimfahrt. Vielen Dank. Bis demnächst, du lässt dich wieder mal sehen, ne? Ich schau mal wieder vorbei bei der nächsten Ausfahrt vielleicht schon. Okay, bis dann. Tschüss. So, es geht auf große Reise. Jo, mach's gut, Steffi. Tschüss. Da geht's dahin. Die Weiber fahren immer so schnell hier durchs Dorf, finde ich. Gut, jetzt macht sie nach Würzburg. Mit ihrem neuen Moped. Leute, heute kommt die Geschichte einer Honda Boldor. Aus Ruinen entstanden. Ich zeige euch den Film. Es ist übrigens meine. Die ist nicht für den Kunde, die ist für mich. Und es ist meine Boldor Nummer 6. Ich bin Boldor verrückt. Sitzt alles gut. Mein Gott, was eine Anstrengung. Manchmal stellt man sich halt auch an wie so ein Osterhaus. Gott, ich will die gern irgendwie. Ich will die gern so bauen, dass sie irgendwie so einen Original-Touch noch hat. Zum Beispiel die Seitenfläche, wo kommen wir da dran? So Leute, so kommt das ungefähr hin. Ja? Gut, mit der Heckkürzung, das habt ihr eben gerade schon ein bisschen mitgerichtet, das blendet die Sonne. Diese Verkleidung, dieses Monster kommt da drauf. Naja, Monster ist es ja gar nicht so, ein Monster. Ja? Da ist schon bald gelaufen, ich habe noch gar nichts gefilmt. Im Fieber. Ich im Fieber, aber ich zeige jetzt noch ein bisschen was.
Also, ne? Boldor, gestern hatte Dirk noch die Kühlrippe hier schön blank gemacht. Die Fußraste sind dran. Die wollte ich eigentlich, wollte ich erst die Originalplatten dran machen, dann sind mir die Fußraste irgendwie aufgefallen. Die lagen noch bei mir irgendwo in der Schublade. Hat auch nicht einfach so gepasst, nur mal so, ne? War nämlich Motz Zirkus wieder. Und den Apparat, den habe ich heute Morgen auf die Füße gestellt. Die Gabel ist gekommen, die haben wir eingebaut. Ne? So sieht das jetzt aus. Von ganz Neues. Keine Vergaserlaufe über, der Motor klingt gut, alles geil. Okay, und jetzt fahre ich heim. Spaß. Ja. Spezial. Das hat sogar im originalen Reparaturset ein Fühlerblattleere zum Ventil einstellen dabei. Das ist doch cool. Das ist richtig cool. Ja, in der Farbe. Das sagst du jetzt. Kann man machen. Wenn mutig ist, kann man das machen. Okay, ich will aber jetzt mal die Verkleidungsteile zeigen. Das ist es. Die eine Seite. Und dann gibt es noch eine. Was ist denn eigentlich los hier? Ihr seid ja immer noch an der BM-Schubdicht dran. Aber jetzt ist er klein gemacht. Wir können froh sein, dass du da bist, weil du fährst ja auch so einen Ofen. Ich habe ja nichts gefilmt, das kannst du ja nicht filmen, das ist ja alles Katastrophe hier. Ja, das ist so. Leute, ihr wisst Bescheid, er ist hier der, ne? Er ist hier der BMW-Mann für die Dinger. Gut. Du hast kurze Hose an, ich soll fahren. Besser ist es. Oder dann fahr ich halt. Die geht gut. Die Wehrkampf hat mir die entfiel. Minimal. Ist jetzt eigentlich fertig, wenn der da ohne. Ich weiß ja, was er macht. Ich glaube, der will sie ficken oder was. Nein. Dann ist er fertig. So, Schluss jetzt. Reicht jetzt auch. Bist du eigentlich mit Vornamen? Ich kann das nicht gelesen. Nebo ist ja eigentlich, aber alle nennen mich Nebo, weil irgendwann mal mit 7, wenn ich es ja auch selbst gelernt habe, das auszusprechen, wollte ich meine Eltern verklagen. Okay, ich warte, jetzt probieren wir erstmal hier nach dem Motorrad. So. GS 1100. Die sollen wir mal ein bisschen umbauen.
Ja. Von dir habe ich heute noch gar nichts gehört. Ich bin hier schwer im Oh, hat er hier schon gestylt. Wir haben auch ihr Erfolgnis erlebt, das ist die 57 Honda prompt vom Klaus. Ich hab's schon gehört, aber erst hat sie gefurzt, gell? Ja, erst wollte sie nicht so richtig. Da hast du die verkehrt, anders gehört, das war die Kawasaki, wo er erst geschossen hat. Irgendwas hat geschossen. Ja, das war aber nicht die Honda. So, jetzt muss ich hier Spezial-Sitzbank bauen. Mit Verbreiterung. Verbreiterung hat's und hier vorne geht's wieder schmal, dann mache ich hier noch zu und hier rüber. Ja. Das ist schon eine Arbeit für sich. Aber das Heck hast du schon mal hin, so? Heck ist so weit, so fett. Sag ich mal, wir gehen noch. Kann man da was erklären? Hier, das zum Reinschieben, das habe ich behalten. Aber ich habe es ja richtig drauf, du bist zu schnell. Hier so? Da vorne, ja. Und die kann man dann auch klappen später. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja, warte mal, jetzt mit dem Rahmen, was hast du denn da jetzt gemacht? Der Rahmen, den habe ich jetzt hier. Der war hier hinten auch so breit wie vorne ungefähr. Den habe ich zusammengedrückt. Ja. Mit Loop rein. Hier unten nochmal eine Versteifung rein, hier quer. Wegen der Spannung. Das ist aber alles top. Ja. Loop, Kennzeichenhalter. Ja. So, da stehen wir nun mit unserem bayerischen Boliden vor der Grotte in Mittelkalbach. Die erste kleine Runde. Na, gucken wir mal. Naja, ich weiß ja nicht, ob ich das alles schon mal erzählt habe, aber gehen wir es nochmal so grob durch. So steht sie jetzt da. Die Hauptveränderungen sind das Heck. Das Heck haben wir anders so geschweißt. Die Sitzbank, die sieht dementsprechend aus. Und vorne haben wir halt auch Veränderungen gemacht. Das Bild von vorne sieht jetzt halt anders aus. Das ist so mal das Grobe. Ich muss sagen, sie fährt sich halt, klar, wie sich eine GS fährt, die fährt sich ganz gut. Und da grüßen wir jetzt heim. Und jetzt sind wir eigentlich auf, dann fertig mit dem Apparat. Dann mache ich das da vorne noch rot am Tank und dann rufe ich den Nebo an. Abholbereit. Was hast du denn da für eine Bombe angeschleift? Ach, hör doch auf. Wie soll ich aufhören? Was heißt das? Shadow! Ach, du meinst das Teil? Ja. Ja, das ist doch mal ein cooles Gerät, oder? Cool. Der hat schon 18.000 Kilometer gelaufen. Ja. Wollen wir das mal videotechnisch festhalten? Der Vergaser haben wir jetzt sauber gemacht. Das war schon auch so richtig verdreckt. Mhm. Und die Düsen waren dicht. Ja. Dicht. So, das haben wir jetzt wieder gemacht. Seid ihr zwei bereit für ein Duell? Moment, langsam, ihr zwei Hirsche. Hier. Müssen wir doch mal hier durchdrehen lassen. Hier, guck doch mal. Hallo. Entspann dich mal. Hast du den Shadow im Griff? Weißt du, ich hab ihn das erste Mal gefahren jetzt. Du musst jetzt Vollgas geben. Wir machen ein Beschleunigungsrennen. Die der Honda. Nicht. Du sollst nach vorne gucken und nicht nach hinten. Hier. Ist die Brille gebunden? Siehst du was? Alles gut. Es geht nur geradeaus. Da lass den Porsche mal knallen. Was? Oh! Der Shadow zieht davon. Das ist der heute Wahnsinn. Der Dirk zieht wieder leicht nach vorne. Der Dirk zieht leicht nach vorne. Jetzt kommt aber der Porsche, wie es aussieht. Jetzt die längere Übersetzung vom Porsche. Jebe. Renate im Porsche ist leichte Führung. Boah. Hammergeil, mal sehen, wer die Ziellinie hier zuerst überschreitet.
Der Paul Schuh hat gewonnen. Eine Radlänge voraus. Also, ihr habt es ja jetzt live gesehen. Der Paul Schuh ist leicht eine Radlänge voraus gewesen. Und das Ganze spielt hier ab, bei uns im Dorf. Hier oben ist das Bild. Yes. Dirk. Du brauchst gar nicht lachen, gell? Du brauchst gar nicht lachen. Ich muss lachen. Du willst lachen? Samstags mittags ging der da her, du. Ja. Da oben ist der Nagel neue 4 in 4. Jetzt kommen wir mal hier zu der Honda. Das ist die von Klaus. Von hinten 4 in 4. Junge, das war 1969, 1970. Das waren Bilder. Ihr müsst mal gucken. Ich sehe eben gerade, wo ich die Kamera da dran anhalte. Hier ist irgendwas schräg. Müssen wir gucken, ob das Radar richtig ist oder ob hinter das Nummernschildhalter Schepp ist. Aber das ist egal. Leute, konzentriert euch jetzt mal auf die Auswürfe. Das ist doch so geil. Schock 10. Probieren wir was. Muss ja witzig überhaupt. Das ist ja. Da wackel ich ja mit der Kamera. Das ist ja schön geworden. Hier. Alles neu. Nagel neu. Ach du Gott. Du bist ein Künstler. Die Aluleisten habe ich und poliert. Und die Honda, das Sonderzeige da hinten. Ah, die Aluleisten, die hast du. Ja. Ach, die habe ich poliert. Ja? Ja. Das waren, sind die, wo du dran waren. Das waren die, sind die Originalen, die habe ich wieder aufgearbeitet. Mensch, hier, du bist echt ein Künstler hier. Gucken wir mal, ob sich das. So, der Ventildeckel, das ist dicht. Aber da oben das mit dem Simmering, das ist nicht dicht. Katastrophe. Ja Leute, heute haben wir hier wieder was ganz Besonderes ins Haus gekriegt. Eine Honda 450. Genannt Black Bomber. So, hier ist aber was ich nicht ganz verstehe. Sie ist erste Lassung, ich habe es im Schein eben gerade gesehen, 67. Aber 67, da gab es der Tanknet meiner Meinung nach, der kam erst 69 bei der K1, meines Wissens. Ne? Und die Armaturen, 67, die waren auch nicht einzeln. Jetzt sieht das auch gar nicht verbastelt aus, dass da irgendwie schon mal was gedreht waren. Keine Ahnung. Das Motorrad hat übrigens einen Meilentacho. Vielleicht war das im Ausland schon früher. Ja, dass es da schon früher dann den Tank gab und diese Armaturen. Jedenfalls in Deutschland gab es das 67 noch nicht. Trommelbremse vorne, schon mal richtig geil. Jetzt machen wir erst mal eine Probefahrt. Und? Ja, fährt sich wunderschön. Wirklich schön. Die hat auch Dampf. Ja, ich habe jetzt erstmal langsam gemacht. Aber das merkst du ja. Ja, die geht, hängt super am Gas. Echt, für so kleine Motörchen. Du, kleine Motörchen? Das war in diesen Jahren von 65, die ist jetzt 67, aber 68, 69. Nee, halt 69 nicht mehr. Oder doch? Das war in den Jahren das Schärfste. Das war die Waffe gegen die ganzen Engländer. Die Triumph Bonneville. Keine Chance, das Duell damals, mein Vater hat so eine gehabt, die K0 und Otto die Bonneville. Die Bonneville hat kein Land gesehen. Das war die Macht. Das Einzige, was eventuell schneller war in Höchstgeschwindigkeit, waren damals die Nordhorns. Aber Triumph, BSA und alles, was da rumgekreucht ist, konntest du das Motörchen vergessen. Das war ein Hammergerät.
Ja gut, dann, danach kam ja dann die 57er vor, das war ja dann 69, 70, also 70 eigentlich. Die hat sie dann abgelöst. Aber das Ding war in den 60er Jahren unschlagbar. So. Bist du zufrieden? Ja. Gut. Wirklich schön. Ja. Nicht ganz so. Ja, nicht ganz original. Wir wollen uns mal ins Bild nehmen, da ist sie. Ah, was hast du gesagt für Baujahr? 67, August 67. Ja. Die gab es von 65 bis 67, die Karol, ne? Bis 68. Ne, 68 kam die K1 raus, die wo daneben steht. Die kam eigentlich erst 68 raus. Gut, aber bleiben wir erstmal kurz bei der. Ah, Leute, das Ding ist so geil. Guckt euch den Tank an. Ich bin in den Tank verliebt. Wenn einer so einen Tank daheim liegen hat, von der K0, dann denkt er mal an mich. Ich will den haben. Ich habe nämlich auch einen daheim, da ist ein blöder Tank drauf. Aber so, wenn ich da so einen K0-Tank kriege, wird, das wäre top. Also der Tank muss es sein, sonst nichts. Nur der Tank. Jetzt jedenfalls seit gestern läuft sie. Wir haben die Vergaser noch mal draußen gehabt. Es sind alle Düse, alles ist neu da drin, was man so hatte. Es ist alles neu. Im Endeffekt, die Vergaser haben eigentlich nicht schlecht ausgesehen. Wir haben sie noch mal ins Ultraschallbad gelegt. Und da war wohl irgendein Kanal zu, bei einem Vergaser nur. Das war's, warum sie uns genervt hat. Aber jetzt ist alles gut. Was ist denn der BMW für Baujahr? 91er Baujahr. Gut. So, sie wird umgebaut. Vorne machen wir einen Alu-Kotflügel drauf. Es kommen Faltenbälge an die Gabel. Das Rieseninstrument kommt runter. Da machen wir normale Taro drauf. Ein LSL-Lenker kommt drauf. Dö, dö, dö. Habe ich schon gesagt, von einer runden Lampe. Blinke halt auch. Andere Form als wie das. Hier tun wir ein paar Seitentafeln designen. Wir haben Bilder auf. Du hast ja auch Bilder ausgedruckt. Ja. Da machen wir hier so eine Zwei-Mann-Sitzbank drauf. Heck halb für Kürzung. Hinten Blinker eventuell 3 in 1. Genau. Gut. Kommst du klar mit dem Dreizylinder-Apparat da? Geht so. Gut, wollen wir mal gucken, was du gemacht hast. Das ist jetzt alles mal geheftet. Okay. Ja. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus, denke ich. Oh, Tristan, es leuchtet ja alles. Du machst jetzt sogar einen Startversuch. Ja, ich probiere es. Ja. So, im Grobe haben wir es jetzt. Ich komme jetzt gerade vom Sattler. Da hat die Sitzbank gemacht. Finde ich wunderschön, was er da gemacht hat. Hier ohne sauberer Abschluss. Das ist richtig gut. Damit beschließe ich es. Dann warte ich noch auf meinen TÜV. Spiegel halt noch dran. Und dann wird alles gut. Ich habe die Kamera an. Es wird ernst. Gut. Okay. Der Dirk ist schon am Ausmesser. Ja, das ist mein Funkgerät, den ich habe.
Die Punkte hast du. Machst du den Bügel dann da weg? Der Bügel kommt fort. Der kommt fort. Das tut sie ja so hoch. Ja, das soll sie ja nicht. Und das Geraffel da hinten kommt auch weg. Pass auf, ich will jetzt ja das Motorrad halb Stunde fotografieren. Ich lege jetzt los. Ich bin jetzt fertig. Luftfilterkasten rausgekriegt. Ja. Aber der ging nicht schön raus, ne? Nee. Das habe ich mir gedacht. Okay. Gut, und das hast du, die Sitzbankplatte, ja? Ja. So. Mhm. Da hat doch der Sattler hier schön Maß. Ja, der hat bei 5 mm. Gleichmäßig. Da vorne die Ohren dran. Kann der sich dann noch ein wenig biegen, wie er will. Ja, das gut. Ist alles flexibel. Na gut, bis der soweit ist, dauert noch ein wenig. So. Wir machen dann. Ich mache dann vielleicht, wenn ich heute noch oder morgen Zeit habe, die Vergaser drauf. Der Tristan kann ja dann schon elektriktechnisch da weitermachen. Ja. Und dann warten wir auf den Sattler. Hier übrigens, unseren Kirschbaum da hinten. Ja. Der hat die ersten Blüten. Hab ich noch, doch, jetzt sehe ich. Ja, musst du mal gucken. Ich tue dir jetzt mal fotografieren. Dann, ja. Ist gut. Hast du Feierabend jetzt? Ich mache jetzt Feierabend. Okay, ich auch. Gut, bis dann. Ach, bist du soweit? Ich bin soweit. Ich auch. Also, starten wir mal. Das ist Yamaha 1350 cm. Was hast du da für Quetsche? 650. 650. Da geht ja im Verhältnis dazu gar nichts. Ja, Überschuss und Leistungsmangel. Aber wir waren jetzt beide gleichzeitig fertig, ne? Ja. War geil. Cool. Wilhelm, du vergisst dein Auto, alles gut. Kannst mit blasen. Macht's gut. Du, Jürgen kommt mit Spezial. Gut. Eine 600er ist das, ne? 600er, Yamaha. Ja. Okay, ach, jetzt. Von mir schon vorverunstaltet. Okay, bla bla bla. Also was wir da dran haben, hat alles E-Zeichen zum Beispiel, wie Lenker und Griffe und was weiß ich. Lenker ist original Yamaha 600 Lenker, ja. Griffe haben E, Bremsteil ist original Yamaha, Licht hat E. Mhm. Gut. Katastrophe. Wie heißt es auf Polnisch? Massakra. Massakra. Mal hier. Was ist los? Wenn ich das jetzt alles auseinanderbaue, das kriegt doch kein Schwein mehr zusammen. Der Tristan kann das und der Jürgen, der heißt Jürgen, der das kann das auch. Wo soll ich ihn anfangen? Du sollst, mein Gott. Einfach abziehen oder ich hab. Du hast doch einen Seitenschneider. Oh! Nee. Ich muss schon die Stecker rausziehen. Ja. Warte mal, Dirk, wollen wir mal hier Aufnahme machen. Bleiben wir mal erstmal bei der Sitzbank. Das habe ich ja auch noch nicht so gefilmt. Da hast du dir richtig Arbeit gemacht. Wir haben schon wieder Samstagabend. Mm. Die andere, was weiß ich, was sie alles treibe. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. Das langweilt mich alles. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Gut. Hast du auch einen Funke? Ja, gerade geguckt. Funkt. Dann brauchen wir noch ein wenig Benzin hin, glaube ich, für den Tank. Ja, das ist ja hier. Aber du bist doch nicht fertig mit der Elektrik, ne? Du hast noch. Ich muss das Rücklicht nochmal anschließen, weil die hatten das vorbereitet, aber es will nicht. Will nicht? Nee, will nicht. Na gut. Nein.
Gestern Abend war ich beim Sattler und habe zwei Motorräder abgeholt. Ich zeige es euch. Das ist einmal die XT, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Also das ist die Sitzbank. Das ist die Sitzbank, wo er gemacht hat. Das sieht doch lecker aus. Mal so durchgehen. Schön gemacht, nehmen wir. So. Geschafft. Habe ich dich eigentlich schon mal gefunden, wo du da dran warst mit der Elektrik? Nee, ne? Ich glaube nicht. Gut. Gut. Da hinten hast du schon irgendwas gemacht? Ja, den ganzen Kabelbau umgelegt. Der lag ja normalerweise hier außen, unter der Verkleidung, die nicht mehr rankommt. Und den habe ich jetzt hier rumgelegt und ausgedünnt und neu gewickelt. Die Lampe hast du auch Stroh gemacht? Die habe ich auch dran gemacht. Ja. Dann, ja, kommt dann gleich. Na ja, gut, dann sehe ich das sehen wir ja dann. Okay. Schrott. Das ist echt scheiße. Ach, Mann. Scheißdreck. Dann. Okay. Aber hier, Leute, guckt mal. Der Kabelbaum, wo hier außen gelegen hat, das ist jetzt alles weg. Christian hat uns alles da dahinter versteckelt. Aber was ich in der Hofrunde schon gemerkt habe, die hängt gut am Gas. Das funktioniert. Bis auf sein chinesisches Drehzahlmesser, der geht nicht. Wieder voll ab. Hier geht's voll ab. Bendit. Komplett zerlegt, da sind auch alle Schrauben noch da. Genau. Lief auch vorher. Ach ja. Bescheid weiß. Ehrlich. Ja. Hier habt ihr noch eine Einkaufstüte, das habt ihr schon eingekauft. Ja, ein paar Teile. Schon. Ja. Ja, genau. Neue so. Blinker und so schon, neue Lampe. Was soll man machen? Ja. Ja. Komplett umbauen, ne? Komplett überholen. Ich habe ein paar Bilder dabei, kann ich gleich mal zeigen. Ach so, du willst mit Holle nach Bilder arbeiten, okay. Ja, was heißt arbeiten, aber so in die Richtung soll es halt. Ja, ich mache nur Sprüch. Der Rahmen soll auf jeden Fall gekürzt werden, ne? Genau, geht das genau. Gut. Auch ein Sitzer am besten. Mhm. So schnell geht das, ne? Jetzt wird das alles noch sauber gemacht, damit ich das schön lackieren kann. Das läuft, hört ihr, Jan? Ja. Gut. Von Markus, glaube ich. Ja, das gehört, wo die Gabelbrücke gehört auch dazu. Also der Motor ist auch schwarz glänzend, ne? Ja. Schwarz glänzend. Gut, gesandstrahlt war er ja noch vorher, das haben wir gar nicht weiter erwähnt, glaube ich, aber ist ja wurscht. So Leute, heute ist ein guter Tag, heute ist Montag, der Markus ist da. Hi. Markus, es geht rund, du hast doch heute schon wieder einiges bewegt, ne? Ja, genau. Jo, wir haben, genau, das können wir ja gerade mal hier erzählen. Der Lenker, wo da drauf ist, der haben die Lenker, die Blinker nicht reingepasst. Der Markus hat sie aufgebohrt, die Lenker. Genau. 14 mm, gell? Fest. Genau, der Bohrer hatten wir da. Es ist fest. Jetzt hängen die Blinker da dran. Alles klar. Hier ist jetzt natürlich fertig. Das ist doch ein Traum. Und hier oben. Cool. So wollte es der Markus gerne haben. Ja.
der Maske da vorne. Ja, und die Originalarmaturen. Gut. Damit ist er fertig. So, du bist jetzt erstmal drauf, ne? So, Leute, das ist der Frank. Und das ist die 750. Dirk, du kommst zu spät. Also, ich soll hier keine Vollrestauration machen. Wir fangen mal an. Vorne, Alukohlflügel. Lackieren tun wir nicht, wir lassen einfach erstmal so, wie er ist. Aber da hast du ein bisschen noch mit Lackierung, bist du ja auch noch nicht ganz einig. Ja. Schwarz. Alukohlflügel schwarz. Lampe, LED, kurze Lampe, hallo. Die Blinker lassen wir oder machen wir auch andere drauf? Die Blinker machen wir so wie die die gleichen. Warte mal, Moment. Ja, genau, also machen wir andere Blinker drauf, wie sie beim Rollparaden-Olli sind. Armaturen, auch Daytona, Tacho mit Drehzahlmesser, Gabelbrücke, wird bearbeitet, wie beim Olli. Der ganze Schmutter weg. K&N-Luftfilter drauf, Rahmen Dreieck frei, Batterie ohne rein. Heckkürzung, so kurz wie es geht, hast du gesagt? So kurz wie es geht. Das heißt dann, der Auspuff muss auch gekürzt werden. Haben wir schon eine Lösung da unten. So. Ich weiß nicht, wo der heute da sein Lebensmut herholt. Ich habe die Schnauze heute echt voll hier. Ich gehe jetzt erstmal davor. Jan, du baust die Räder aus beim Frank Sanner? Ja. Okay. Dann geht das hier auch voran. Beim Frank Sanner 750. Das mit der 750 mit dem Kabel, Scheißdreck. Mal gucken, vielleicht mache ich das heute noch fertig. Oh. Die Lampe hast du ja auch da irgendwie kunstvoll hingekriegt. Ja. Gut, so gut. Auf jeden Fall ist es dann auch schon klar. Da kann sie der Frank dann holen. TÜV haben wir alles auch gemacht. Hier unten ist die Batterie drin, habe ich schon mal erzählt. Ne? Ich will es jetzt gar nicht hier so spannend machen. Auf jeden Fall fertig. Die Reifen schmieren noch ein bisschen. Ich glaube, man hat es nicht gesehen. Aber geht. Das Ding hängt top am Gas. Bremse genau. Alles geht. Sogar die Hupe geht. Ich fahre jetzt wieder zurück. Gut, die Probefahrt ist soweit ganz gut gelaufen. Licht geht. Ne? Schöne LED-Scheinwerfer. Hinten brennt die Lampe auch. Stopplicht geht auch, kann ja gerade mal drauf drücken. Ja, geht auch. Das Einzige, was nicht geht, sind die Blinker. Warum gehen sie nicht? Weil hier, ich habe es gefunden, hier aus dem Stecker da, hier da ist der Stecker, da sind die Drähte raus. Hab ich die Ehrgeiz gepackt. Seht ihr, wie schön das blinkt? Genau. Ja.
Sogar die Kontrollleuchte geht. Die andere Seite blinkt auch. Ja. Jetzt ist Feierabend. Tschüss. So, dann wollen wir mal testen. Batterie habe ich reingebaut. Schlüssel habe ich keine. Habe ich jetzt hier oben so ein Lampe brenne. Leucht. Drehzahlmesser geht auch. Leucht. BMW 75,5. Ein Traum. Gemacht und jetzt will ich bei dir ein Wertgutachten erstellen. Okay. Ihr Nummer, Leute, das ist der weltbeste Gutachter. Der, hast du recht. Das ist er. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch ja bei mir melden. Der kann Autos, Motorräder, was machst du sonst noch? Flugzeuge, Boote, alles. Alles. Er macht. Was kaputt ist. Er schätzt alles. Gut. So. Ein bisschen später. Gibt's Fortschritte? Ja. Ja, das kriegen wir schon hin. Ich wollte jetzt nur mal mit den Auspuff gucken, das sieht aber gut aus jetzt so. Ach so, selber. Ja, die Auspuffe sehen aber gut aus. Das sind jetzt die Räder von der 75,5. Da machen wir jetzt den Rotreiter Avon-Reife drauf. Ne? Rotreiter MK2. Ein Top-Reife. Das ist vorne und das ist der hintere. Der Reife, der hat meiner Meinung nach bei den Klassiker einen guten Grip. Fährt sich auch richtig schön ab. Also ich bin Fan von Avon und da machen wir die jetzt mal drauf. So, das ist mein Ausbuchtbock. Ganz einfach Prinzip. Der schwerste Punkt zieht logischerweise nach unten. Und dann macht man Gegengewicht dran. Passt auf Anhieb. Markierer war heute da und hat den schönen BMW-Tank uns gebracht. Guck mal. Die kommt nämlich, der Tank kommt nämlich auf die BMW 75,5. Da machen wir jetzt mal drauf. Ist jetzt beim Sattler geholt. Das ist die Sitzbank. Er wollte sie gern genau so haben, denke ich, wie sie ist. Hier, top. Das ist alles geil. Müssen wir den ganzen Apparat noch TÜVen und dann haben wir den Apparat auch am Start. Aber die Sitzbank, das ist richtig schön, ne? Das gefällt mir. Schon ziehen. Zündung. Das ist mit so einem. Na hier, Zündung. Dann wird sie halt auch getüft. Der Rahmen muss eingetragen werden. Lenker und Kleinigkeiten. Das kriege ich aber auch noch hin. Und dann ist das Motorrad demnächst auch am Start. Was nichts passt. Jetzt ist der Künstler wieder gefragt. Mal alles wieder bauen hier. Ja, ist doch jedes Mal dasselbe. Ja. Kriegst du auch bezahlt. Ist doch egal. Scheiße, wenn du nicht vorwärts kommst.
Das ist das Blöde. Der Dirk will immer gern Meter machen. Ja. Hier, was anderes, red dich mal nicht so auf. Hey, was? Wochenende. Ja. 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 Bei der blauen Suzuki geht's bei dir, gibt's Meter, oder? Ja. Ja. Ach, der Kastel ist ja auch schon drin. Ja. Hat der Dirk, glaube ich, gemacht. Ne? Ja, richtig. Ach, habe ich heute Morgen noch gar nicht gefilmt. Du hast der Vergaser draußen gehabt, ne? Ja. Katastrophe. Ja, waren die Leerlaufdüsen dicht. Ja. Sah nicht so schön aus. Und die Hauptdüsen sahen auch nicht so schön aus. Die habe ich jetzt aufgerieben. Okay. Sollte dann passen. Ja. Nicht mal. Ach so, die Einstellung war ja auch. Ach, die Luftschraube. Die haben, glaube ich, vier Umdrehungen aufgehabt, hast du erzählt. Ja, gut. Du bist bei den letzten Handgriffen. Ja. Sieht ja sauber aus, wenn ich dran denke, was das für ein Kabelsalat war. Ja. Ja. Ist gut hingekriegt. Machen wir mal einen Test, mal sehen, ob es so läuft. Oh, schön. Toll. Gut. Perfekt. Ja, super. Gut. Das gibt doch ein Bild. Zugeschlagen. Ich zeig's euch. Gut. Ich zeige euch das mal hin, das Heck. 100 CB 400N. Gut, auch das wird alles geändert. Die habe ich in Zahlung genommen. Hier. Ich habe die Verkleidung schon angepasst. So grob. So soll das werden. Diese Verkleidung, die habe ich mal gekauft. Ich glaube für 70 Euro. Die liegt schon die ganze Zeit bei mir. Oben bei der Ersatzteile. Da muss ich ja ein bisschen Luft haben. Ja, da passt da von der Seite jetzt hier. Hier haben wir Luft und ja. Weißt du? Ja klar, das war ja klar, logisch. Gut. So, hier hat die Verkleidung angebracht, die ist bombenfest. Da machen wir jetzt der Verkleidungshalle, der ist auch genial. Da machen wir jetzt erstmal einen kleinen Fahrtest. Abgeht, die hat 43 PS. Ich mache jetzt mal zweimal hinterher. Hört sich gut an. Jetzt so gestaltet, der ist alles noch nicht richtig fertig. Dann kommen wir dann, hier kommen wir dann die Stoßdämpfer hin. Die sind auch noch nicht da, die habe ich bei Kickstarter bestellt. Die YouTuber! Aua! Das ist Arbeit.
Was hast du denn jetzt gemacht? Da war noch ein spitzes, was spitzes. Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, die YouTuber haben, schon lange keine Schleifhex mehr gehört. Meinst du? Das hast du ja noch wehgetan dabei. Ja, herzlichen Glückwunsch. War nur ein kleines Spliss. Ja. Weil Blinker habe ich hier auch dran hier, die Moto Gadget, einer kostet 100 Euro, es sind 200 Euro Blinker dran. Ja, leck mich an. Ernst? Ja, ich bin ja. Ich habe aber dann noch eine revolutionäre Idee. Leute, ihr habt ja gesehen, fährt, läuft, alles ist wunderbar. Jetzt hat er da hinten die Schleifhex an. Jetzt kommt das Unangenehme. Ich hab zusammengerechnet. Ich sag's halt immer. Normal rede ich nicht über Geld, aber ich sag's halt immer. Es wird ja, mit dem Motorrad wird ja Folgendes passieren. Ne? Ist ja noch nicht ganz fertig, fehlen noch ein paar Aufkleber. Kleinigkeiten. Es wird so werden, dass noch ein, zwei Runden gedreht werden und dann kommt sie zu den anderen Sahnestücke. Einzelstück. Ne? Das ist ja ein Einzelstück. Aber egal, Einzelstück. Ich rede jetzt von den Kosten. Da bin ich jetzt auch wieder nicht stolz. Meistens bin ich da nie drauf stolz, aber jetzt nur mal so. Ich rechne es jetzt mal euch vor. So. An Schweißarbeiten und so weiter, Rahmenänderungen, Verkleidungen angepasst und so weiter. Und ich habe auch noch ein bisschen dran rumgearbeitet. Stehen hier 23,5 Stunden. Das bedeutet, wenn ich den normale Arbeitslohn rechne, 1.645. Gut, jetzt geht's weiter. Oh, dann habe ich das Motorrad in Zahlung genommen für 2.000 Euro. Dann sind noch ein paar Kleinigkeiten wie Schraube, Halter und was weiß ich. Und die Auspuffrohren. Das Rohr muss ich auch nochmal neu wickeln, das ist ja auch Blödsinn. Also ich komme jetzt auf, hier steht's, auf 4.965. TÜV gibt's auch nicht, brauche ich ja sowieso nicht. Also wir gucken uns hier, nur mal damit ihr mal so einen Plan habt. Wir gucken uns hier ungefähr 5.000 Euro an. Das Einzelstück steht dann in dem Anführungsstriche Museum vom Tuschel. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Lebst du oder was machst du? Ich bin nicht. Komm, wir gehen erstmal zu deinem Apparat. Der BMW, der BMW-Fahrer hat nämlich die Honda mitgebracht. 300. Mann. Junge, du hast aber schätzt hier beigeschleppt hier. Garagenfutt. Du hast ja schon was gemacht, hä? Jede Menge. Ja.
dahinter, das hast du auch schon? Das hat der Vorbesitzer gemacht. Ah, der Vorbesitzer. Quasi Batteriehalter, Schwingel, ja. Kotflügel. Ah, die Kotflügel hast du gemacht? Ja. Auch so viele gerade Halter wie die dir gemacht, ja? Ich klaue mit den Augen. Ach, du hast geklaut von ihm. Okay. Natürlich. Gut, KNN-Luftfilter hat er auch drauf. Die Gummibälge sind gar nicht schlecht. Hier war auch einer, der wollte von mir drauf gemacht haben, war ich aber zu faul, hab gesagt, mach diese Gabel selber raus. Hatte ich keine Lust. Gut. So, beim Guido habe ich gesehen, da hatte Tristan den Anlasser rausgebaut. Tristan sagt nämlich, ich habe ihm telefoniert, da wäre die Kohle abgenutzt, komplett. Das Feingefühl kriegst du aber auch nur hin, wenn du die Sonntagsarbeit machst. Ich kann das nur, wenn ich in Ruhe gelassen werde und mit mir selbst zufrieden bin, sonst funktioniert das nicht. Okay. Die Vergaser hast du aber auch nochmal draußen. Die hatte ich auch nochmal draußen, weil sie, wenn du gefahren bist, so zwischen 3 und 4 und 5 hat sie wie so ein Loch gehabt. Da ging nicht viel. Und, ja, dann habe ich sie nochmal ausgebaut, habe sie nochmal anders eingestellt und jetzt bist du ja gefahren, sagst du. Ja. Ja. Es geht gut. Ich meine, das Motorrad ist insgesamt, habe ich jetzt das Gefühl, ich bin jetzt nicht so schnell gefahren. Ich glaube, die ist zu lange besetzt. Da könnte noch eine kürzere Übersetzung drauf machen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber wir mal eine Hofrunde. Mach mal. Willst du mal gut an? Haben wir noch gar nicht gezeigt. Das ist richtig. Der hat auch zwei Sitzbänke. Das ist okay. Jetzt die als Höcker. Ja. Und wir haben noch eine, die mache ich sind extra drauf. Ohne Höcker. Zweimal. Für zweimal. Aber das hat auch, das sehr gut gearbeitet. Ne? Das passt sehr gut, ja. Finde ich auch. Gut, Bremse genau. Weil da hast du ja auch noch dann, Arbeit gehabt. Ja. Die hat ja nur geklemmt. Ja gut, ich mache jetzt aber gar nicht mehr viel Geschiss. Wird alles gut sein. Denke ich auch. Läuft. Alles klar. Und da am Dienstag gibt es noch TÜV-Eintragung und dann ist alles gut. Schön. Ja, und los. Guido. Ja. Gut, und du holst jetzt heute einen Pflegefall. Das ist ja kein Pflegefall. Das ist ja gut. Das ist ein Pflegefall gewesen. Gut. Ja, aber auf die Füße gebracht. Ja. Das war wichtig. Da wollen wir mal gucken. 30 Jahre sieht aus wie neu. Naja, fast wie neu. Ach komm. Ja, ein paar Schräubchen musst du noch polieren. Ja, ich. Gut. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem Apparat. Danke. Bitteschön. Bände 1200. Im Martin Seiner. Baujahr 96, ne? Alles klar. So, ich wollte jetzt nicht weit hinnehmen, wegen unserer 30 cm vom Rad hin. Ja. Das gibt dann der Halter für die Blinker und Blinker, ja. Nichts organisiert. Und eventuell Sitzbank, mal gucken. Ja. Ralf, hallo. Wie sieht's aus? Sehr gut, sehr gut. Bin schon wieder zusammengebaut. Ja. Waren die Ventile verstellt? Ja. Wie waren sie denn? Zu weit. Hä? Zu weit. Auch durcheinander, oder? Ja, auch durcheinander. Das kann man ja hier schön einstellen, ne? Bei den Apparaten, die brauchen noch kein Blättchen. Genau. Das geht so, das ist richtig geil. Es war ein bisschen gefuddel, aber geht im Verhältnis zu anderen top. Ja. Und das ist das Rad von der Bandit. Dann zeige ich mal, die haben wir nämlich jetzt auseinandergenommen. Der wollte auch gern die Räder lackiert haben und die Schwinge. Na gut, ich mache das hier erstmal aus. Sind auch schwarz, so wie ihr sie haben wollt. Die Schwinge auch. Das geht auch voran. Gut, da kann ich nächste Woche wieder die Reife drauf machen. Ich mach aus. Mir wird schlecht. Bei der Bandit ist dann doch nicht alles so einfach. Der Tristan hat gemeint, er kriegt es am Wochenende fertig. Das war jetzt wohl doch nichts. Aber die Luftfilter sind gekommen. Hier bei der Bandit, da gibt es keine einzelnen Luftfilter, die passen. Da habe ich jetzt die bestellt. Seht ihr das? Sind immer zwei Stück, ne, für die zwei Vergaser. Und da auch die Passe. Wie sie funktionieren, weiß ich nicht. Seht ihr ja. Auf jeden Fall
Luftfüller sind jetzt schon mal da. Gut. Marty, ist es der Entscheidende, der wie ein ist, der Schwarze? Voll Scheiß. Alles Scheiß. Es passt sowieso nichts mit der Scheiße da. Jetzt habe ich gestern Abend, haben wir noch die Krümmer dran gemacht. Ne? Guck, warte mal, ich will es gerade mal hier in die Kamera zeigen. Die Krümmer da oben, der Ölkühler haben wir auch abgebaut, damit wir besser rankommen. Hier das Zwischenrohr. Ich weiß nicht, irgendwie komme ich nicht klar. Alles schief. Da hinten das Loch, das ist viel zu groß, beziehungsweise hier der Durchmesser passt auch nicht. Es ist nur alles, was du anpackst hier, ist scheiße. Alles scheiße. Machen wir wenigstens mal so hin. Nein. Da oben. Da kommt dann so, ne? Nee, da oben ist, nee, so kommt er nicht hin. Das geht so nicht. So neben. Sag mal, jetzt drehen wir nicht durch, ne? Jetzt haben wir wenigstens. Ja, so haben wir das uns vorgestellt. Und dann müssen wir auf den Dirk warten, weil der muss nämlich hier Rohre ändern und was weiß ich. Ne? Es ist alles nicht so einfach. Was? Mit Dirk, das ist der Engine, wo Rohre verlegen kann. Ja, das ist der einzige Rohr verlegen. Wir gehen da erst gar nicht dran, weil dafür haben wir ja den Weltmeister Dirk. Der Ofen geht, ich glaube, es schickt für dich. Alles gut. Das war's. Ich mache hier gerade Aufbau, GBZ Unitrack. Das Ding hatte ich schon mal aufgenommen. Moment. Das ist die Bombe. Da hatte ich immer einen Film drin, 2016. Ich lasse ihn gerade mal laufen. Ich habe die Unterlage selber nicht mehr. Ich lasse einfach mal ab. Kamera oder so eine Bombe. Ablaufen. Kawasaki. GBZ 750. In Mattschwarz. Die Farbe ist natürlich scheiße. Und jetzt geht der Film los, was man, wie es jetzt halt so angefangen hat. Wir haben jetzt 2023 nochmal so. Okay. Ist das Heck schon gestylt? Ja. Bei dem Apparat. Rohbau erstmal. Ja, klar. So, ist doch eine ganz andere Angelegenheit. Na, ich glaube, das wird ein schönes Motorrad. Der Originaltank kommt auch wieder drauf. Ist der. Na gut, soll ich ihn jetzt festschwätzen? Wie gesagt, zu verkaufen. Na gut, das sieht man jetzt nicht viel. Im Ultraschallbad sind die Vergaser. Gut. Du hast einen Funke reingekriegt in den Apparat. Ja. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Die ersten Töne. Dankeschön, ich bin stolz auf dich, ich liebe dich. Gerne. Kawasaki brummt seit ewigen Zeiten das erste Mal ein. Ja, genau. Die Röner Rennblinker. Das blendet ja richtig. Das ist sau hell. Ja. Anders, genau. Der Zorn. Weißt du, dass er wieder Bock hat? Aber die Hub geht nicht, oder? Doch, doch. Wahnsinn. Dann machen sie Platz. Wahnsinn. Das ist der richtige Wahnsinn. Ich will vorne auch nochmal googeln. Hundertprozentig. Jetzt machen wir erstmal eine Probefahrt. Wir machen die rote Nummer drauf. Und dann drehen wir erstmal eine kleine Runde. Jan? Ja? Fahren wir erstmal Runde? Ja. Okay. Da werden wir die Kawasaki starten.
Fertig. Jetzt habe ich mal so grob zusammengerechnet, also wirklich grob. Wir haben jetzt in dem Apparat verballert, also ich, ungefähr 60 Stunden. Jetzt rechnet mal die Stunde mit 70 Euro, da seht ihr ja schon was los ist. Dann haben wir noch einen Haufen Teile gekauft. Reifen, neu, ne? Kostet halt auch Geld. Vergasertechnisch wurde auch noch irgendwie investiert. Lackierung, das ist top lackiert. Waren auch 100 Euro im Endeffekt. Sitzbank, Sattler, gut, Rahmenarbeit. Ihr habt ja alles gesehen, was soll ich jetzt sagen. Ich habe jetzt mal grob zusammengerechnet. Ich hab doch nicht alles drauf. Ich bin so doof. Da stecke ungefähr 7.000 Euro, guckt euch da an. Ne? Ich rechne die Stunde aus, das ist mein, ich will es vielleicht verkaufen, aber für das Geld kann ich es nicht verkaufen. Ich kann ja keine 7.000 Euro nehmen für GBZ 750 Unitrack. Ich bin jetzt einfach glücklich, weil ich habe eine Kawasaki 750 GBZ Unitrack. Ich mache halt Schluss, ich simuliere nicht mehr weiter rum. Macht's gut. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal so, ne, mal eine E-Mail schreiben oder könnt mich anrufen, was ihr ausgeben wollt für das Ding. Schluss. Entschuldigung. Gut, wir müssen jetzt erst neue Kaffee kochen. Du hast leere Tassen. Steht drin. Aber Kurt bringt ein neues Motorrad. 750. Hier, da habe ich dich immer ein paar Stunden nicht im Auch. Hier. Und da hast du das Ding dahinter schon fertig. Ich sag lieber nix. Wie? Ja. Ja, was denn? Mal Gas. Ja, schön. Ja. Ja. Mit Blinkerhalter schon dran. Ja, die kleine 5er Löcher für die Moto Gadget, die ganz kleine. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Die Kellermann sind das. Ja, ist egal. Sieht gut aus. Die 750. Der Dirk hat das jetzt hier soweit angefertigt. Alles. Rahmen ist lackiert. Schutzbechhinne ist drauf. Und die Seitentafel. Ich bringe die jetzt gerade zum Sattler. Deswegen steht sie im Bus. Den Tacho haben wir schon drauf gemacht. Er kriegt halt noch einen anderen Lenker und Lampenhalter. Aber die sind aktuell gerade irgendwie Lieferprobleme. Gestern haben wir TÜV gemacht. Das ist alles gut. Das hat super geklappt. Wir müssen noch ein paar Kabel schön verlegen. Das kann man so nicht lassen. Das haben wir nur erstmal provisorisch gemacht, wo der gestern da war, damit das alles so funktioniert. Die eine PS-Fraktion. Wollen wir mal kurz filmen? Na, zu Honda nochmal. Kurt, sie ist jetzt fertig.
Die Dirk ist am Montag da, der muss noch einen Lenkanschlag machen, das ist noch nicht so top. Aber ansonsten, ich finde sie schön und sie geht auch gut. Schön, Robert. Alles klar, dann bis dann. Der Tank, wenn es geht, ja. Wenn es geht, da drauf. Auf die 750. Gut. Du sagst, in kurze Zweisitzer, ne? Mhm. Gut. Also, wie üblich, Heck hinne weg und Scheißdreck. Hier, Seitendeckel weg, freimachen. Batterie wieder ohne Neige gebaut. Er hat schon eine kleine drin. Mal sehen, ob sie klein genug ist. Das sind so die erste Arbeit beim Dirk. Zweimal. Aha. Gut. Der Kunde, der wird ja wahrscheinlich auch hier YouTube gucken und so weiter. Und wenn es ihm nicht gefällt, soll er sich halt nochmal melden. Ah, der Dirk hat das Rad nochmal den Tank abgemacht. Wo war der ehemalige Halter? Warte, Moment, erstmal hier. Das war der ehemalige, ja. Das ist jetzt der neue. Durchgebohrt, Bolze durch und kurze Gummis drauf. Ja. Sonst wird das alles zu. Und am Tank hast du auch noch hier vorne die Ohren. Und die Ohren habe ich auch abgekürzt, links und rechts. Sonst kriege ich sie nicht drauf. Gut. Also geht das jetzt schön. Strapp drauf. Ja, geht ja besser drauf wie original. Natürlich. So, die Vergaser haben wir jetzt draußen, hä? Ja. Kriegst du ohne die Schraube auf? Ja, nicht alle, aber gut. Die Vergaser sind draußen. Gut. Jo. Gut, den KZ-Tank, den haben wir auch passend gemacht. Lackieren sollen wir nicht. Das macht der Rufen selber. Wir machen jetzt noch die Vergaser, müssen wir mal Probefahrt machen, ob es da richtig läuft. Ja, würde ich sagen, da drehen wir jetzt einfach mal runter. Ne? Die ist schön leise, gell? Ist auch schön, wenn man jetzt so ein Motorrad hat, was so unendlich Krach macht. Leise ist auch schön. Mir hatte mal ein Polizist gesagt, der war bei mir auf der Party, leise ist scheiße, aber da sind wir drüber hinweg. Leise ist schön. Da sitzen wir wieder mal bei einer meiner Lieblingsplätze, ne? Mit dieser Wahnsinnsaussicht, was wir haben. Gut. Alles klar. Da würde ich sagen, da starten wir wieder. Springt schön an, ne? Okay. Ich würde sagen, das war's. Und dann gehen wir zum nächsten Bike rüber. Macht's gut. Leute, ich habe jetzt hier gerade Spezial stehen. Der Mann kommt aus Frankreich und er hat eine Honda und die soll ich umbauen als Kaffeeresser. Ich habe mich aber verweigert. Wollt ihr wissen, was für eine Honda ist? Es ist keine Bulldur, die wo es massig gibt. Es ist auch, na komm, ich will es nicht so spannend machen, ich zeige es euch. Hier, guckt. Seht ihr das? Eine Turbo. Also wir haben hier eine Turbo. Das ist was ganz Seltenes. Ne? Also, ich hab's denn ausgeredet. Weil das ist dann schon ein wenig was Wertvolles. Und sie hat gelaufen 10.000 Kilometer. Sie ist aus erster Hand. Sie ist von seinem Vater. Ja, das ist geil, ne? Und da haben wir uns jetzt gesagt, wir tun sie einfach wieder restaurieren, in Anführungsstriche. Spannung steigt. Joe kann er nicht. Geht doch. Nee. Oh. Au. Haha. Ralf. Ah. Der Franzos läuft wieder. Ach, wie schön. Das ist ja auch wieder mal was Schönes.
Spaß an dem Tier. Einmal frei. Ein Traum. Geil. So, los geht's. Kommt erst so bei 6.500. Ja, dann aber brachiale Leistung aber, hier. Dann kommt er, oder? Die Hayabusa dran lecke. Ja, man merkt es aber richtig, ne? Dann kommt der Schub. Ja. Ja, nicht schlecht. Cool. So, das Motörchen hat der Honda in der Anfang der 80er Jahre entwickelt. Ich glaube, 81 kam die erste Turbo raus. Es sollte ja die Macht auf dem Markt werden, aber das war es dann doch nicht. 500 Kubik. Mit der Turboaufladung hat sie 386 PS, müsste ich jetzt lügen, aber in dem Dreh. Und ich muss sagen, ohne rum, so bis 4,5, da geht es sogar schlechter wie die normale CX500. Aber dann, wenn der Turbo kommt, da geht es schon vorwärts. Also wenn man es mal so richtig beschleunigt, ich habe erst so richtig, kommt sie doch mal so bei 6.500, 7.000 Umdrehungen. Da reißt sie schon ganz gut an. Das war's. Leute, ihr habt eben gerade ein paar Fahraufnahmen gesehen. Das war mit dem Apparat Yamaha Diversion 600. Das Ding ist offen. Die geht schon richtig ab, ne? Ja. Taromäßig bin ich nur 100 Jahre gefahren, aber die geht auf offiziellen Strecken, auf Autobahnen und so weiter, läuft das Ding 180. Nur mal so nebenbei. Aber egal. Die ist zu verkaufen. Jetzt tue ich sie mal ganz kurz beschreiben. Also ich beschreibe sie jetzt mal. Das Motorrad hat ewige Zeiten gestanden. Ne? Stand einfach da blöd in der Ecke rum. 12 Jahre TÜV abgelaufen und so weiter. Und dann kamen sie irgendwann mal bei mir, zu mir. Da war der Tank durchgerostet. Da haben wir dann im eBay einen neuen Tank besorgt. Der ist auch neu lackiert worden, sage ich jetzt mal so. Der war nämlich grün. Die Seitendeckel da, die waren auch eigentlich irgendwie vergammelt. Das haben wir alles schön lackiert. Die Frontverkleidung haben wir nicht lackiert. Das ist noch so, wie es ist. Die hat auch ein paar Macke. Aber darum geht es auch nicht. Das Motorrad steht insgesamt gut da. Die Vergaser, die waren dicht. Durch das jahrelange Stehen. Und jetzt, ich habe es jetzt gefahren, das Ding geht wie eine Bombe. Ja. Was wir auch noch gemacht haben, wir haben hier das Heck ein bisschen verändert. Wir haben hier eine kleine Blinker dran gemacht und da unten das Plastik da, das war irgendwie Gammel, das haben wir auch verändert. Die Auspuffe sind Pico-Pago, da ist kein Schrammer dran, gar nichts, die sind richtig gut. Das ganze Motorrad, ich habe es eben gerade schon mal drauf gehabt, hat 43.500 Kilometer drauf. Das Ding läuft echt sahnig. Die Sitzbank übrigens, die haben wir auch neu gemacht, die war halt auch durch die Jahre gammelig, aber die sieht auch wieder richtig gut aus.
Gut. Es ist nicht neu. Ich weiß gar nicht, was für Baujahr ist. 93 oder sowas. Ne? Ist ja eigentlich auch egal. Es ist ein schön dankbares Motorrad, was richtig schön läuft. Und wir haben jetzt Reparaturkosten. Das heißt, ist ja nicht nur Reparatur. Tank gekauft, die Seitenbleche gekauft, lackiert. Dass wir Ölwechsel gemacht haben und so weiter, ist ja gleich selbstverständlich. Vergaser haben wir gereinigt, die waren total verschmottert, weil es ewig rumstand. Ich stelle mir vor, so 1700, 1800 Euro. Wenn einer Interesse hat, bei mir melden. So, jetzt hat sie sich an meine Heizerei gewöhnt. Moment, erstmal den Helm abziehen. So, jetzt habe ich erstmal die Düse und die Spinnlampe freigeblasen. Jetzt geht sie. Aber ich will euch noch was erzählen mit dem Apparat. Ich zeige es mal aufs Motorrad. Ist jetzt ungefähr 5 Jahre TÜV abgelaufen. Die haben mir mal gebaut. Oh, das war die Anfangszeit. Das ist schon länger her. Das war ein richtiger Schrotthaufe. Kabelbrand und richtig alles Gammel und Scheiße. Und die haben mich zum Leben erweckt. Ich mache jetzt gerade mal hier der aktuelle Tachostand. 66.787 habe ich gerade drauf. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch mal, ich suche jetzt mal den alten Film und den hänge ich jetzt da hinten dran. Es ist schon ewig her. Ich meine, den habe ich zwar auch auf YouTube, aber da das ja schon so ewig her ist, hat ihn wahrscheinlich aktuell keiner mehr im Programm. Na, auf jeden Fall, es ist die XS 750 Dreizylinder. Das habt ihr gehört. Das Ding ist schon richtig cool. Und damals haben wir noch hier BT45 verbaut, sehe ich gerade. Machen wir gar nicht mehr. Und wir machen viele Sachen anders als wie da. Aber egal. Ich hänge den alten Film jetzt hinten dran. Okay. Ja, also da haben wir wieder einen Traum an Land gezogen. Oh! Oh, er dreht sich? Ja. Ein Traum. Weißt du, Diego? Das ist das Schöne bei den alten Dingern aus den 70er. Die stehen 20, 30 Jahre. Ein kurzes anderes. Kriege frische Benzin. Oder bis sie das so Funke tut. Und da wollen die wieder leben. Ja. Und wir sind die Typen, die machen da hier so komische Dinger da mit der Startler. Tja. Und das klappt mit dem Auseinanderreise, gell? Ja, okay. Fuck, son.
check out, check it, check it, special ready to go. Well, I see you screaming the rock and roll show. Well, I see you wiggle, wanna see you sweat. All the cat and the cheeks proves that rock and roll ain't dead. Come on, shake, the crazy chick. You are the cat, you make me sweat. We like to rock, we like to roll. To the bar, to the stroll. Jack Harrell, chicky chick, a special way to go. I like some whiskey on a rock, I like some reefer for the flow, yeah. We gonna rock this trunk, gonna fly so high. I see these crazy legs heading up to the skies. We got some beer, some whiskey, some pot and wine. The cat is shaking and the cheeks get wild. So, das ist jetzt unser Höcker. So, so sieht's aus mit unserem Einsitzer. Gut, die Kleinigkeiten machen wir noch. Und dann hoffen wir, dass es geiles Wetter gibt und dann geht's auf große Fahrt. Und jetzt drauf. Wie heißt du? Ich bin der Michael, der DJ Relapse. Jetzt hast du es doch gesagt. Okay. Umbau. Enduro-Lenker. Armaturen kommen weg. Kommt ein Einzelinstrument drauf. Die Gabel wird schwarz gemacht. Die Räder kriegen Stollereife drauf mit Straßenzulassung. Lampe und Lampehalter wird auch geändert. Wird auch schwarz vor allen Dingen. So LED mit irgendwie Gitter davor. Ne? Hättest du gern. Wenn es passt, ja. Auf jeden Fall. Ja, genau. Muss nicht, wäre schön. Ja. Die zwei dicke Hube kommen wir da auch weg. Das ist zu viel Hube. Schutzblech, sind wir uns da nicht so ganz einig. Entweder wird es noch einmal gekürzt und ein bisschen höher gesetzt, damit wir da in eine Stollenreife hinkommen. Aber das sehen wir dann noch, wenn nicht, machen wir an der Schutzblech dran. So. Der Auspuff muss auch gekürzt werden. Der ist übrigens eingetragen, der Schalldämpfer. Wir werden das hier alles ändern, damit es einfach kürzer ist. Heck wird auch gekürzt, gibt einen Einsitzer. Jetzt dreht der DJ durch. Er will alles in Schwarz haben, das heißt, das ganze Motorrad wird zerlegt. Da, da, da. Da fliege die Stunde. Da hat die Chefin wieder ein Lächeln im Gesicht, wenn sie die Rechnung schreibt. So, das war jetzt wieder ein Spruch. Schon angefangen zu zerlegen. Ja, ich habe jetzt erstmal die ganzen Halter abgeschnitten, alles geschliffen. Gut. Die soll so ein wenig höher sein, ne? Ja, so normal, wie wir es eigentlich auch immer machen. Ja, ein bisschen höher kann ich gehen. Ja, ein bisschen, klar. Ach so. Ja. Der will das so und dann kriegt er das so. Fertig. Bendet. Oben 3 in 1, hier die Blinker. Ja, ja, wie machen wir dann? Dann machen wir die, wo machen wir denn dann die Blinker hin? Ja, warte mal, das wird jetzt alles so fachmännisch. Ich tue jetzt erstmal ausschalten. Schön abschließen beim Heck. Ja, und schön hier ja. Die Flucht. Der ja. Passt auch schön, ja, der Winkel. Sieht gut aus. Der Kunde will es ja extra steiles haben, so wie ich das mitgekriegt habe. Extra cool. Ja. Dann machen wir das so. Gut. Hier, du bist jetzt schon stundenlang da. Was hast du bis jetzt gemacht? Also noch gar nichts. Auspuff abgebaut. Und der Tank. Genau. Läuft das? Kommst du mit dem Werkzeug klar, was wir haben? Werkzeug ist der Hammer. Ja. Der Hammer. Das ist doch kein Hammer, das ist doch ein Hämmer hier, was du da hast. Wir haben einen großen Hammer. Aber hier sind wir schon geärgert worden, ne? Die ganze Schraube hat er sauber gemacht.
Das ist ja wie neu. Morgen früh fängst du auch wieder um 7:30 an. Bei mir kommen, hast du den Spektakel hin und her. Mach ich. Okay. Ich fange auch wieder an, aber nicht hier dann. Hörst du mal mit dem Geklopp auf? Muss man dem Mann jetzt was Geschäftliches besprechen? Der geht dann auf den Sack. Da ist ja die Bohrmaschine noch schon, oder? Die Bohrmaschine war schön, das ist bekloppt. Der mit seinem Geklopp da. Ja. Jetzt muss ich noch ein paar Mal klopfen. Was? Du kannst. Also, können wir jetzt hier reden? Ihr könnt jetzt reden, jawohl. Gut. Danke. Danke. So, Honda CB250G. Das Motorrad hat sich jetzt langsam zum Albtraum entwickelt. Sie lief nicht, okay. Ist ja nicht schlimm. Aber da war A, die Batterie kaputt. Moment, ich hab's hier noch. Das war diese Spezialbatterie. Lithium. Wenn man das hier so sieht. Die ist wahrscheinlich mit dem verkehrten Ladegerät. Haben sie vielleicht versucht zu laden. Was weiß ich. Auf jeden Fall, sie ist kaputt. Was auch noch war, die Kerze hier, ne, seht ihr ja, da kam kein vernünftiger Funke mehr raus, das habe ich auch gemacht. Gut, dann ist es schon mal gelaufen. Aber dann ging es weiter. Gelaufen wie ein Kackeimer. Dann habe ich die Zündung eingestellt, die hat Kontaktzündung. Hier oben unter dem Deckel. Die Zündung hat auch nicht richtig gestanden. Die muss auf F, muss die Prüflampe angehen. Gut, jetzt haben wir die Vergaser auch nochmal zerlegt. Weil die Klappe ging ja unterschiedlich auf, ging auch nicht einstellen, war nämlich vergammelt, haben wir das jetzt auch gemacht. Jetzt habe ich sie erst nochmal synchronisiert, ich habe natürlich nichts gefilmt, aber so hundertprozentig kriege ich es nicht hin. Keine Ahnung, ich habe gedreht wie ein Rohrspatz, ich kriege es nicht richtig hin. Gut, jetzt mache ich nochmal eine Fahrt. Jan, du hast Benzin getankt, da war ja fast kein Benzin mehr drin, ne? Ja, das war's schon. Hast du gemacht, okay. Dann will ich jetzt mal auf die Gas gehen, nochmal probieren. Ganz gut ab. Aber so ganz hundertprotzig sauber läuft es im Schaltgas noch nicht. Gut, mach raus das Ding. Schick. Hier haben wir aber noch was Spezielles reingekriegt. Suzuki 550. Gut. Bitte alles weg. Na, das bleib ich hier hängen. Alles weg. Das Kunststück. Das wird auch alles anders noch gemacht. Dann kriege ich das Ding. Eine Sitzbank, eine flache, für zwei Personen. Na gut. Dirk, das hast du wieder gut hingekriegt hier mit dem Apparat. Ja, soweit fertig jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt was gefilmt habe hier. Lackiert hast du es auch schon? Ja, nee, du hast gar nicht gefilmt. Hab gar nicht gefilmt? Im Rotzuschrank glaube ich nicht. Hm. Na gut, sieht doch gut aus. Kettenschutz, wo er mitgebracht hat, hast du aber auch noch ganz schön verändert. Hat ihn ein bisschen schöner gemacht, ja. Den hast du ein bisschen getuned. Ja, mit ein paar Löcher drin, damit es ein bisschen aufgelockert ist, nicht so steif. Ja. Sieht gut aus. Ja, Ausdruck.
Außen hast du auch dran gemacht, ja. Da kommen wir morgen die nächste draufschieben. Die wollen raus und die Band, die 750, ja. Ja. Cool. So, die Maschine ist soweit. Bis auf die Seitenbleche und die Sitzbank. Der Tristan hat alles fertig gemacht. Die Blinker leuchten, das Licht leuchtet. Laufe tut's auch. Habe ich ja ein bisschen geärgert. Stellen wir es mal an. Wir haben noch was. Wir haben noch eine DKW im Programm. Das ist eine 250 Kubikzentimeter Maschine aus den 50er Jahren. Da müssen wir auch noch ein bisschen Verschiedenes machen. Das Motorrad läuft auf Batterie. Der Regler, wo da drin war, ist falsch, hatte Tristan schon festgestellt. Der Auspuff ist gerade weg zum Sandstrahlen. Und bis die richtig geht, wird das auch 2024. Hier haben wir natürlich noch ein Schätzchen. Eine Moto Guzzi Le Mans 1000. Sie steht schon ewig rum. Sie hat 13.000 Kilometer drauf. Und ich soll mal an den Start bringen. Der Tank ist total verrostet. Aber auch ein wunderschönes Motorrad. Das werden wir demnächst auch in Angriff nehmen. Die Maschine steht wirklich klasse da. Die Verkleidung gefällt mir. Die ist schön schmal. Ein Traum. Gut. Gut. Jetzt hier noch ein paar Motorräder. Die werden wahrscheinlich erst nächstes Jahr fertig. Unter anderem haben wir hier eine Royal Enfield. Die 650er. Wunderschön. Da ist hinten das Heck geändert worden. Gut, mehr Bilder habe ich im Moment nicht. Das sieht gut aus. Die werden hier wahrscheinlich auch noch mal in den Rhöner Ecken im Winter bewegen. Gut. So, das ist auch noch so ein Projekt. Das wird jetzt 2023 auch nicht mehr fertig. Aber ich gucke mal so grob. Hier Rahmenänderungen. Der Auspuff, der wird so verlegt. Hier haben wir den Nummernschildhalter. Ja, der Gattin 900. Der Yamaha XS 400 ist hier noch im Programm. Das dauert auch noch ein bisschen. Die Güllebombe wäre noch zu verkaufen. Die ist top gepflegt. Die Wasserbombe ist ein bisschen undicht. Von daher haben wir hier einen ganz angenehmen Preis. Da sollte ja mal ursprünglich das kosten. Aber da wir ja ungefähr 10 Stunden Arbeit haben, Motor muss dann nicht raus. Wäre die zu vermarkten für 1.800 Euro. Wirklich top gepflegt. Gelaufen hat sie. Erst 46.000. Original Lack. Alles traumhaft. Nur hin das Heck haben wir ein bisschen geändert, aber nur ein bisschen. Ein wunderschönes Bike. So, das ist so ein Projekt vom Tristan. Das ist eine Suzuki 550. Sieht auch klasse aus. Ist zu vermarkten. Wenn einer Interesse hat, auftauchen. Sieht wunderschön aus. Wer es bisher geschafft hat, herzlichen Glückwunsch. Gott. Bandit-Motor wird noch lackiert. Die haben wir jetzt hier auch letztens hier gezeigt. Die wird aber auch erst 24 fertig. So, und zum Schluss, ich komme nämlich jetzt zum Schluss, gibt es noch einen kleine Einlage von der Rhöner Solvenz. Das ist unsere Rhöner Nationalband. Da könnt ihr auch mal bei denen auf die Seite gehen. Die machen rustikale Musik. Die sind genauso rustikal wie wir das sind. So richtige Rhöner sind rustikal. Leute, es geht bald wieder weiter. Macht's gut.
und alles Gute und gute Rutsch. So viel Schnaps und Apple wie Strohhalme und bei uns Kammer. Wir suchen direkt aus dem Eimer. Und das